Das sieht aber komisch aus. Weil du das hier vorbeigenommen hast. Ich will nicht mehr Schule spielen. Okay. Heute weiß jedes Kind, was eine Schule ist. Aber was ist Schule? Was ist Erziehen und Unterrichten? Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit? Erziehung und Bildung für alle? Oder qualifizierte Erzieher in staatlicher Verantwortung? Bürgerliche Gesellschaftsordnung durch Erziehung? Die Glückseligkeit als Zweck aller Erziehung? Mit diesem Film soll gezeigt werden, dass die Frage danach, was eine Schule ist, im ausgehenden 18. Jahrhundert auch in Halle kontrovers diskutiert wurde. Eine wichtige Person hierbei war Ernst Christian Trapp, um den sich zwischen 1779 und 1783 an der Universität Halle vielfältige Konflikte rankten. '79 wurde Ernst Christian Trapp als Professor an die Universität Halle berufen. Seine Aufgabe bestand in der Entwicklung einer universitären Lehrerbildung auf philanthropischer Grundlage. Es gab bereits ein Erziehungsinstitut der Theologischen Fakultät. Trapp sollte das Institut nach dem Vorbild einer bedeutenden Dessauer Versuchsschule, dem Philanthropien, verändern. Er selbst hatte an dieser Schule als Lehrer und Erzieher gearbeitet, Unterricht gestaltet und im Direktorium an der organisatorischen Entwicklung mitgearbeitet. Hartmut Wenzel ist emeritierter Professor für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik der Philosophischen Fakultät für Erziehungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und insoweit einer der Nachfolger Trapps. Der Wissenschaftler arbeitet die Wurzeln hallischer Lehrerbildung auf. Preußen erteilt der Fakultät mit, dass Ernst Christian Trapp zum Professor Philosophie Ordinarium et in specie Pädagogie. Aktuell befasst er sich damit, das Wirken Ernst Christian Trapps an der Universität Halle zwischen 1779 und 1783 einer erneuten Bestandsaufnahme zu unterziehen. Wenzel sichtet im Universitätsarchiv Dokumente, die interessante Einblicke in Trapps Wirken in der damaligen Philosophischen Fakultät bieten. Zum Beispiel entdeckte Wenzel, dass Trapp der Fakultät für einen Zeitraum als Dekan vorstand. Trapp hat versucht, eine neue Form von Lehrerbildung hier zu institutionalisieren, verbunden mit der Arbeit in einer kleinen Versuchsschule, könnte man sagen. Und jetzt war die komplizierte Aufgabe, einen Unterricht zu organisieren, der als Modell für veränderten Unterricht im philanthropischen Sinne gelten konnte. Dazu mussten aber gewissermaßen erst einmal die Lehrer ausgebildet werden. Und dazu hat er ein Modell entwickelt und eine Praxis entwickelt, aber gegen massive Widerstände, insbesondere aus der Theologie, die bis zu diesem Zeitpunkt für die Lehrerbildung verantwortlich war. In Vorbereitung auf eine Ausstellung zu Trapps 200. Todestag im April 2018 stellt Thomas Tiltmann hochwertige Fotokopien des Basedowschen Elementarwerks und andere Archivgüter her, die das Wirken Trapps illustrieren. Die Kupferdrucke von Basedow, die zur Auseinandersetzung, zum Gespräch mit den Schülern genutzt werden konnten. Und dabei konnte eben herausgefunden werden, wie weit sind sie in ihrem Verständnis. Und es konnte an diesem Verständnis angeknüpft werden und so mit den Kindern gemeinsam Lernprozesse, Entwicklungsprozesse ablaufen. Seit 2016 wird in Lehrveranstaltungen der Hochschule Merseburg an der Herstellung dieses ersten Dokumentarfilms über die historische Person Ernst Christian Trapp gearbeitet. Dies beinhaltet neben der thematischen Recherche zum 18. Jahrhundert auch die Gestaltung eines Drehbuches. Glaubwürdigkeit lässt sich von Dokumenten herleiten, deren Herkunft gesichert ist. Kultur- und Medienpädagogik-Studierende der Hochschule Merseburg befassen sich intensiv mit diesem Thema am Beispiel der Trapp-Filmproduktion. Es gibt zum Beispiel keine gesicherten Dokumente über Trapps tägliches Leben. Solche Dokumente sind eigentlich Ausgangspunkt filmischer Aktivitäten. Im Hochschulseminar werden Strategien diskutiert,
wie trotz fehlender Alltagsinformationen die historische Persönlichkeit Trapps glaubwürdig dargestellt werden kann. Eine Gestaltungsentscheidung ist es daher, nach einer tiefgründigen thematischen Recherche zur Person Trapps und der Stadt Halle im 18. Jahrhundert Spielszenen zu entwickeln. Die zweckmäßige Erziehung schafft, nährt und stärkt dieses Vermögen. Die Arbeit im Blue Box Studio hat verschiedene Vorteile. Gleichmäßige Lichtbedingungen, Wetterunabhängigkeit, bildkünstlerisches Arbeiten jenseits realer Räume. Damit wird es möglich, den Spielszenen unter Verwendung der Abbildungen aus dem basedorischen Elementarwerk und der drei Hauptchroniken ein spezifisches Zeitkolorit zu übertragen. Im Sommer 2017 begibt sich eine studentische Gruppe auf Motivsuche. In Halle und der Umgebung existieren Orte, die seit 200 Jahren unverändert erscheinen. Ein Beispiel ist die historische Bohlenstube im Gasthaus zur Goldenen Rose, die als möglicher Drehort für die Trapp-Szenerie erkundet wird. Auch die Dieskauer Parklandschaft oder das Pfarrhaus Lissa nördlich von Delitzsch werden als Drehorte in Betracht gezogen. Leider mussten die Pläne, diese Drehorte im Trapp-Film für die Spielszenen zu verwenden, aus produktionspraktischen Gründen verworfen werden. Gedreht werden konnte schließlich im Händelhaus, einer bedeutenden historischen Stätte in Halle an der Saale. Das ist ein Glücksfall für die studentische Filmproduktion, denn das Händelhaus steht symbolisch für die hallische Salonkultur im 18. Jahrhundert. In der Bohlenstube und in den angrenzenden historisch möblierten Räumen wird nachfühlbar, wie luxuriös Halles Oberschicht lebte. Ernst Christian Trapp gehörte zu diesem Personenkreis. Hier entwickelten sich die Salons, Treffen im Privaten, zu denen Konzerte organisiert wurden. Für die Entstehung bürgerlichen Lebens im 18. Jahrhundert waren die Salons von enormer Bedeutung. Literatur, Theater, Musik, Aufklärung und Pietismus prägten die Geselligkeit in Halle, an der Trapp mit seiner Familie teilhatte. Die Sängerin Katharina Kurz und die Pianistin Frauke Marie Töne interpretieren ein zeitgenössisches Lied für den Trapp-Film. Das Lied wurde vom Universitätsmusikdirektor Daniel Gottlob Türk 1780 in Halle komponiert. Professor Albrecht Hartmann gilt als Kenner der historischen Aufführungspraxis. Er gibt den Studierenden wertvolle Hinweise zu ihrer Interpretation. Eine wichtige filmische Gestaltungsidee der Studierenden ist es, einen Eindruck vom geselligen Leben der reichen Bürger in Halle zu vermitteln. Darum werden die Personen im Film bei einem Treffen im Salon vorgestellt. Die Anwesenden lauschen dem Lied an den Mond. Die Studierenden entscheiden sich, die Geschichte Trapps in Halle vom Ende der Konfliktsituation her filmisch aufzuarbeiten. Darum zeigen sie, wie Trapp, der sich soeben entschlossen hat, die Universität Halle zu verlassen, zum Salon eilt, um seinen Entschluss mitzuteilen. Wichtig war den Studierenden, dass Ernst Christian Trapps Ehefrau Anna Gesicht und Stimme erhält. Sie spricht über persönliche Eindrücke zu ihrem Mann, den sie als Ehefrau am besten kennt. Mein Mann Ernst ist sehr enthusiastisch, wenn er sich für etwas begeistert. Auch wenn man es ihm äußerlich vielleicht nicht ansieht, ist er innerlich immer Feuer und Flamme. Er ist Professor hier in Halle und sein großes Ziel ist es, dass die Pädagogik eine Wissenschaft wird. Dafür arbeitet er hart und viel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Hartmut Wenzel hat ein Seminar zur Aufklärungspädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle organisiert. Hier arbeitet er mit Studierenden die Konfliktsituation heraus, die sich mit der Berufung des Aufklärungspädagogen Trapp auf die erste Pädagogikprofessur ergab. Nach Halle berufen, der Philanthrop, der nach Halle als Pädagogikprofessor berufen wurde, kam in Auseinandersetzung mit dem Theologen und verließ 1700. Ein wichtiger Gegenspieler für Trapp ist der Professor Johann Salomo Semmler. Er hatte sich als Theologe der Aufklärung an der Halleschen Universität einen Namen gemacht und war Direktor des Theologischen Seminars.
Unter seiner Leitung wurde das Erziehungsinstitut gegründet, das zukünftigen Lehrern eine Praxisorientierung ermöglichen sollte. Für Semmler und die theologische Fakultät erschien Trapp als eine von der Obrigkeit aufgezwängte Leitungsfigur, die bewährte Vertrauenspersonen verdrängte und zudem eine ungeliebte pädagogische Richtung vertrat. Obendrein sympathisierte, verkehrte und kooperierte Trapp mit dem schärfstens bekämpften Radikalaufklärer Karl Friedrich Barth, der überall, wo er auftrat, für Unruhe sorgte und als hallischer Störer galt. Für Ernst ist Unterrichten eine Kunst, die studiert und erlernt werden muss. Nur leider sehen das nicht alle so wie er. Viele dachten, sie könnten leicht loswerden, was sie stört. Und nichts müsse sich ändern. Doch vorerst würde es ihnen wohl genügen, uns loszuwerden. Ernst? Es ist entschieden, Anna. Wir verlassen alle. Also, hat Semmler, der hohe Theologe, es also endlich geschafft. Mein Mann Ernst kam am 8. November 1745 im Stammhof Dragø zur Welt. Sein Vater war Verwalter des dänischen Königs, wodurch Ernst den Lebensstil des Hochadels kennenlernte. Doch auch das harte Leben der Landbevölkerung blieb ihm nicht verborgen. Ernst genoss eine sehr gute Ausbildung und wollte schließlich gemeinsam mit Johann Bernhard Basedow, dem Leiter des Philanthropinum, neue Methoden für die Lehrerbildung und das Schulwesen, welches derzeit noch in den Händen der Kirche liegt, entwickeln. Durch eine bessere Bildung hätte die arme Landbevölkerung mehr Chancen und könnte zu qualifizierten Arbeitern ausgebildet werden. Dessau liegt nun hinter uns. Und wir beide sind auf dem Weg nach Halle. Er wird in einigen Monaten mit gerade einmal 34 Jahren als der erste deutsche Pädagogikprofessor vereidigt werden. Wer indessen nicht Gelegenheit hat, selbst Hand anzulegen und seine erlernte Theorie gleichsam, dass ich so sage, in Praxis zu verwandeln, der gewinnt doch schon viel, wenn er anderen zusieht, die ihr Handwerk, Kunst. Das ist besser. Der gewinnt doch viel, wenn er anderen zusieht, die ihre Kunst ausüben. Das ist viel besser. Wer indes nicht Gelegenheit hat, selbst Hand anzulegen und seine erlernte Theorie, so dass ich sage, in Praxis zu verwandeln, der gewinnt doch viel, wenn er anderen zusieht, die ihre Kunst ausüben. Trapp arbeitete seit seiner Ankunft in Halle intensiv an der Systematisierung pädagogisch-wissenschaftlicher Grundlagen. Ernst Christian Trapp ist ja hierher berufen worden, um an der Lehrerbildung mitzuwirken. Und eine veränderte Lehrerbildung war gedacht worden, um zur Schulverbesserung in Preußen etwas beizutragen. Bis zu dem Zeitpunkt gab es aber zwar pädagogische Diskussionen mit langer Geschichte bei Seneca und anderen griechischen Philosophen, aber keine im modernen Sinne Theorie,
die für sowohl die Gestaltung der Schule als dann für die Gestaltung der darauf auf die Schule bezogenen Lehrerausbildung wirksam werden konnte. Also insoweit hatte man theoretische Traditionen, aber keine praxisnahe Theorie. Trapp war nun einer der wenigen, der über eigene Erfahrung von modernem Unterricht schon verfügte und aber während dieser Zeit seiner eigenen Unterrichtstätigkeit als Rektor in Itzehoe oder dann als Lehrer auch am Philanthropien in Dessau. Er hatte schon selbst da das Gefühl, seine Arbeit, überhaupt die Schulreformarbeit, brauche eine theoretische Grundlage. Die gab es aber als systematische Anlage überhaupt noch nicht. Und er ist also zu einem Zeitpunkt berufen worden, wo er überlegte, seine eigenen Erfahrungen auf eine theoretische Basis zu stellen. Und deshalb hat er direkt hier, als er nach Halle gekommen ist, auch anfangen können, seinen Versuch einer Pädagogik zu schreiben. Und rückblickend ist das eben der erste systematische Versuch, Erziehung und Unterricht in einen theoretischen Rahmen mit einzuordnen. Die Merseburger Studierenden verschaffen sich einen Eindruck von der mittelalterlichen Stadt. Sie möchten die Bedingungen nachempfinden, unter denen die Menschen zu Trapps Zeiten in Halle gelebt haben müssen. Durch den Sieg 1763 beim Siebenjährigen Krieg wurde Preußen endgültig eine Großmacht in Europa. Besonders in Halle 1780 ist aber zu sehen, wie viele Opfer der Krieg kostete. Der Stadtbevölkerung geht es miserabel. Zumindest bekommen die Angestellten der Hallischen Universität ein festes Gehalt. Damit geht es uns besser als den meisten anderen. Das einzige kulturelle Leben in der Stadt bilden die Salons. Dort treffen sich die Professoren und ihre Frauen, um über Politik, Leben und Gesellschaft zu philosophieren. Immer häufiger steht dabei der Mensch anstelle von Gott oder dem König im Mittelpunkt. Immanuel Kant fordert uns auf, unseren Verstand zu gebrauchen. Nur die Vernunft sollte die Moral bestimmen. Aufklärung, Humanismus und Philanthropismus scheinen tatsächlich vereinbar zu sein mit den absolutistischen Herrschaftsstrukturen, in denen wir leben. Erst viel später wurde uns bewusst, dass das nur Wunschdenken war. Auf dem Grundstück hier hat früher die Familie Trapp zur Untermiete gewohnt. Die Gruppe geht den täglichen Arbeitsweg, den Trapp von seiner Wohnung in der Großen Ulrichstraße zum Erziehungsinstitut in der Großen Steinstraße nehmen musste. Bei ihrem Rundgang stellen die Studierenden fest, dass es im Zentrum der Stadt Halle kaum noch Gebäude gibt, die Trapp selbst gesehen hat. In der Großen Steinstraße, nicht so weit von seiner damaligen Wohnung entfernt, finden die Studierenden ein Haus, an dessen Stelle früher das von ihm geleitete Erziehungsinstitut stand. Von hier aus führte auch schon damals eine Seitenstraße direkt zur Universität. Die Straße führt noch heute zum Marktplatz, wo im Gebäude der Ratswaage der Senat der Universität tagte und Vorlesungen gehalten wurden. Die Ratswaage und auch das ursprüngliche Rathaus sind heute verschwunden. Die Studierenden versuchen sich vorzustellen, wie Ernst Christian Trapp im Jahr 1779 hierhin kam, um seine Antrittsvorlesung zu halten. Ich kenne nichts Unnützes in der Welt. Was wir so nennen, ist es nur in Beziehung auf gewisse Menschen, Umstände und Zeiten. Was wir Unkraut nennen, ist es nur in Beziehung auf die Küche. Auch der Erzieher muss von allem Übrigen etwas nicht Geringes wissen. Aber wie viel, wie bald und in welcher Ordnung? Das ist hier die Frage. Der junge Mensch ist sinnlich, lebt bloß für den Augenblick. Wie machen wir es, dass er sich um die Zukunft bekümmert? Er lebt bloß für sich und sein Vergnügen. Wie machen wir es, dass er auch für unsere lebt? Er hat nicht Lust, eine einzige fremde Sprache zu lernen. Und gewöhnlich muss er ihre mehrere lernen. Wie ist das anzufangen? Wie bringt man ihm die Könige von Assur und Babylon in den Kopf, um die er sich nicht bekümmert? Und die römischen Kaiser, die ihn nichts angehen? Er liebt die Freiheit. Wie viel kann man ihm davon lassen?
Wie viel muss man in der Familie? Das sind nur einige der tausend Fragen, die in der Erziehung täglich vorkommen, die aber nur so halb beantwortet werden. Eine Sache, die so problematisch ist und doch so viel zur menschlichen Glückseligkeit beiträgt, verdient mal, dass sie sorgfältig studiert und nicht länger als eine Nebensache abgetan wird. Bravo! 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 Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass nachdem ich zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der hiesigen Königlichen Universität bestellt worden bin, seiner Königlichen Majestät von Preußen, unserem allergnädigsten Herrn, ich untertänig treu und ergeben bin und alle mir meines Amtes obliegenden Pflichten nach meinem besten Wissen und Gewissen erfüllen und die Verfassung gewissenhaft verfolgen will, so wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum zur Seligkeit. Amen. Was für eine Rede! Was für eine Rede! Mein Professor. Im Laufe der Recherche kommt den Studierenden der Gedanke, hat Trapp Angst vor Semmler? Sie inszenieren daher eine Traumsequenz, in der Trapp träumt, dass ihn Semmler in einer Kneipe bei einem akademischen Saufgelage mit Karl Friedrich Barth verprügelt. Ich verstehe deine Sorge nicht. Du hast den Minister Zedlitz auf deiner Seite. Du bist nun der erste Pädagogikprofessor in deutschen Landen, vielleicht sogar der Welt. Ein neuer Triumph für unser preußisches Vaterland. Wie in deiner Rede, so bringt die Erziehung Glückseligkeit. Wenn dem so ist, dann scheißt der erste Erzieher unterm Volke, unser König, der Hochwohlgeborene, die Glückseligkeit aus und verteilt sie unter dem Volk wie lecker Brot. Ich kenne nichts, was er nicht in den Dreck zieht. Auch sich selbst. Dennoch, so ist er mir sympathisch. Ich glaube, mein Freund, du hast so viel getrunken. Und ich glaube, mein Freund, du, der erste Pädagogikprofessor, hast etwas zu wenig getrunken. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Der Weg hat gerade erst begonnen. Außerdem, so scheint es mir, ist Professor Semmler mir nicht sehr wohlgetan. Das Semmlein, das kann dir gar nichts. Zedlitz mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Er hat vor dir keine Fürsprecher. So, das Bett ruft. Feiere nicht zu lange, mein Treppchen. Du wärst nicht der Erste, der sich nach seiner Antrittsfeier in diesem Kübel da wiederfindet. Trapp, Lehrer will er sein. Erziehung will er lernen, die er selbst nicht besitzt. Gehen Sie nach Hause, Semmler. Sie sind doch betrunken. Ein einzelner Mann kann kein System verändern. Trapp ist hierher gekommen. Es gab aber schon eine Form der Lehrerbildung innerhalb der Theologie. Und der Verantwortliche dafür, Johann Salomo Semmler, geriet in einen Streit mit Trapp, weil zwei unterschiedliche Ansätze nicht nur für die Art und Weise, wie gelehrt werden sollte, sondern auch über die Inhalte, die gelehrt werden sollten, entstanden ist. Und diese Unterschiede gerade im Lehrbereich betrafen, wenn man tiefer hineinsteigt, auch noch theologische Inhalte. Und
da kamen dann verschiedene Konfliktzonen zusammen. Der Theologieprofessor Johann Salomo Semmler ist Ernst wichtigster Kollege und sein größter Rivale. Wenige Jahre vor unserer Ankunft wurde versucht, die Hallische Universität innovativer zu gestalten. Auch Karl Barth wurde eingestellt, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Um neue Ideen anzusiedeln, holte man schließlich meinen Mann als Ersatz für Christian Gottfried Schütz, den Freund Semmlers. Das nimmt Semmler nun ernst übel. Erziehung soll nun nämlich systematisch geplant und bewusst. Semmler ist bei den Studenten sehr beliebt und versucht, diese auf seine Seite zu ziehen. Auch sorgte er dafür, dass im Winter das Auditorium nicht geheizt wurde, sodass mein Mann seine Vorlesungen nicht halten konnte. Ernst rächte sich mit diskreditierenden Sendschreiben öffentlichen oder auch staatlichen Organisation führt, deren nichts hochwürdiger, hochgelehrter Herr Doktor. In meinem Antrittsprogramm habe ich euch Hochwürden eine Schmeichelei gesagt. Ihr seid, wie ich es sehe, zu aller Erziehung verdorben. Man mag euch als Lehrer oder als Schüler betrachten. Wie soll ich den Mann nennen? Oh, es findet sich sein Name schon in der Natur. Er heiße also Semmler. Und sein Betragen heiße semmlerisch. Semmlerrealismus, und so will ich es nennen. Du hast wie ein Mann gelitten, sagte ich. Du musst dich wie ein Mann wehren können. Meine Ehre ist gesichert. Ihre Pfeile sind gestumpft. Wer sagt, dass ich Unrecht tue? Der ehrlichste Mensch, der Sie sein wollen, ist der gefährlichste Mensch unter der Sonne. Sie werden es mir niemals vergeben, dass ich wider Ihrem Willen hierher gekommen bin, denn ich war keine Kreatur von Ihnen. Mein Gott, und der Mann ist Theologe. Aber Gottlob, sie ist gefallen. Die theologische Hure ist gefallen. Die Zahl des Tieres ist 1780. Ich bedauere Ihre Verloren. Mit seinem Sendschreiben rief Trapp in der Universität große Empörung hervor. Darin attackierte er den renommierten Theologen Johann Salomo Semmler in ungewöhnlich harschem und beleidigendem Ton. Zwar wurde Trapp dafür gerügt, aber es wurden jetzt erst wichtige Voraussetzungen geschaffen, die eine echte Wirksamkeit von Trapps pädagogischer Arbeit im philanthropischen Sinne überhaupt erst ermöglichten. Nun wurde das Erziehungsinstitut organisatorisch und inhaltlich vom theologischen Seminar getrennt. Trapp wurde als Direktor eingesetzt. Die Konzeption der Lehrerbildung wurde durch Professoren der philosophischen Fakultät, also von einem Philosophen, einem Mathematiker, einem Physiker und einem Historiker, übernommen und somit das Pädagogische vom Theologischen getrennt. Zu diesen Veränderungen gehörten die Nutzung des Basedowschen Elementarwerks als Leitfaden für den Anfangsunterricht, die Einführung von Französisch als Fremdsprache neben Latein, das anwendungsbasierte Sprachenlernen, die Einführung von Zeitungsstunden, die Einsetzung eines Oberlehrers, wöchentliche Konferenzen aller Lehrkräfte und die erfahrungsbasierte Dokumentation und Fortschreibung der Lehrpläne. Aber was war denn damals, also 1750 oder 1800, die Intention für Leute im Französischen? Nach ihrem Rundgang auf den Spuren Ernst Christian Trapps in Halle treffen die Studierenden Hartmut Wenzel im sogenannten Trapp-Hörsaal in den Frankischen Stiftungen. Bislang ist der Hörsaal mit der Trapp-Büste der einzige offizielle Erinnerungsort, der auf den ersten Pädagogikprofessoren an einer deutschen Universität Bezug nimmt. Am 19. April 2018 fand eine Fachtagung anlässlich Trapps 200. Todestages statt. Im englischen Saal der Frankischen Stiftungen übertrugen Studierende der Hochschule Merseburg die Tagung im Internet live. Trapps Wirken in Halle wurde in den Redebeiträgen beschrieben, analysiert und gewürdigt. Dabei wurden viele, teils auch neue Informationen vermittelt. Und zwar geht es vor allen Dingen viel um diese Berufung tatsächlich. Also, die Lehrer in Dessau wollten ihn schon halten. Also es gab ja ein Lehrerkollegium in Dessau. Und die haben sehr stark dafür argumentiert, dass er nicht nach Halle geht, weil er auch in Dessau sehr viel Reformimpulse hinsichtlich dieses Lehrerseminars versucht hat. Ernst Christian Trapp hat neben vielen anderen Schriften ein Liederbuch für die Jugend verfasst. Hierbei schrieb er neue Texte zu damals bekannten Gesangsstücken.
Jedoch geriet dieses Liederbuch in Vergessenheit. Erst 200 Jahre später wurde es von Hartmut Wenzel wiederentdeckt. Zur Fachtagung sang eine Gruppe von Studierenden den Anwesenden ausgewählte Lieder daraus vor. Und die Preis der Tugend. Erstens. Es gibt Anlagen in der menschlichen Natur, die sich von selbst nicht entwickeln, die aber, sobald sie entwickelt werden, den Menschen glücklicher machen. Diese Entwicklung ist Erziehung. Ja. Zweitens. Die entwickelten Anlagen eines Menschen kann man seine erworbenen oder mitgeteilten Vollkommenheiten nennen, um sie von denen zu unterscheiden, die ursprünglich in der Anlage waren. Die ursprünglich in der Anlage waren. Die Vollkommenheiten eines Menschen bestehen in seinem Vermögen, zu erkennen, zu empfinden, zu wirken und zu leiten. Die zweckmäßige Erziehung schafft, nährt und stärkt dieses Vermögen. Drittens. Die vornehmsten Vollkommenheiten eines Menschen. Die Philanthropisten insgesamt haben auch so ein bisschen aufgrund der Diskussion über das Werk von Rousseau, sein Emile, das ist ja ein Erziehungsroman, eine Alternative, wie Kinder ohne den großen gesellschaftlichen Einfluss aufwachsen sollen, weil jeder gesellschaftliche Einfluss zu Veränderungen führen könnte. Trapp hat diese Diskussion im Hintergrund und von daher vertritt er eine sogenannte natürliche Erziehung, dass also gewissermaßen den Lernmöglichkeiten der Kinder nachgespürt werden soll und ihnen bei der Begriffsbildung, bei der Sinnfindung Hilfestellung geleistet werden soll. Neben seinen Lehrverpflichtungen an der Universität und den Leitungsaufgaben im Erziehungsinstitut gab Trapp auch die Schulzeitung Wochenblatt für die Schulen und die ergänzende Zeitung Der Erzieher heraus. Im Wochenblatt für Schulen stellte Trapp Texte aus Zeitungen für Schüler zusammen. Im Erzieher Anregungen zum Gebrauch des Wochenblatts. Diese didaktischen Hinweise hat Trapp vielfach selbst verfasst und redigiert. Die Studierenden stellen in den folgenden Szenen Anna Trapp als Lektorin der Schulzeitung vor, weil sie ein politisch korrektes Frauenbild vermitteln möchten. Denn aus heutiger Sicht wäre Anna Trapp vermutlich keine folgsame und ungebildete Ehefrau gewesen, die hauptsächlich für den Haushalt zuständig ist. Was denkst du? Nun lass mich doch erst mal lesen. Ach, da fällt mir ein, den Bericht über die Reise des Kaisers nach Wien würde ich gerne durch einen Kommentar zur Ablösung Amerikas von England ersetzen. Und wann möchtest du diesen Kommentar verfassen? Noch heute Abend. Die Barts kommen heute Abend zum Essen. Dann eben morgen. Morgen musst du deine Vorlesung vorbereiten. Du hast keine Zeit, einen neuen Kommentar zu verfassen. Ich weiß es ja. Und dennoch, wen soll ich bitten, wenn ich es nicht selbst tun kann? Dich kann ich nicht fragen. Und Bart hat schon genug Probleme. Und was ist mit deinen eigenen Problemen? Du arbeitest zu viel, du riskierst zu viel. Und du kannst auch diese Vorlesung nicht so halten, ohne einen weiteren Streit zu provozieren. Es gibt Dinge, die ich tun muss. Muss, weißt du? Damit die Leute anfangen nachzudenken. Niemand sonst macht das. Anna ist wirklich verständnisvoll. Und die beste Unterstützung, die ich mir vorstellen kann. Aber manchmal vergisst sie etwas Wichtiges. Wenn ich nicht anfange, Dinge zu ändern, dann bleiben sie, wie sie sind. Das ist wichtiger als mein Ansehen.
Das verstehe ich, Ernst. Das tue ich wirklich. Und ich teile deine Ansichten, das weißt du. Und trotzdem rate ich dir zu mehr Vorsicht. Was mein Ernst nicht versteht, es steht nicht nur seine Existenz auf dem Spiel. Als Frau darf ich nicht arbeiten. Ich darf kein eigenes Vermögen besitzen. Ich bin voll und ganz auf meinen Mann angewiesen. Versagt er, so versagt er für uns beide. Und wann haben vorsichtige Menschen jemals etwas verändert? Von alleine schreitet die Wissenschaft nicht voran, Anna. Und ich könnte nicht mit mir leben, ließe ich die Welt so, wie sie ist. Ich hatte nicht erwartet, dich umstimmen zu können. Aber du musst doch ebenfalls einsehen können, dass den Leuten langsamer Fortschritt weniger unheimlich erscheint. Du bist zu schnell, Ernst. Du willst zu viel. Anna, ich... Ich danke dir. Arbeite nicht mehr allzu lang. Die Barts werden sicher bald hier sein. Woran arbeitest du gerade, Karl? Oh, an einem Lustspiel. Ich komme nur langsam voran, wegen der Arbeiten an den Vorlesungen. Aber es wird gut. Semmler wird außer sich sein. Karl verfasst auch Schmähschreiben gegen Semmler. Die beiden fandeten einander bereits an, als wir noch gar nicht in Halle waren. Na, wenn es Semmler wütend macht, dann werde ich es noch mehr mögen. Ihr beide werdet euch noch in den Ruin schreiben, alle beide. Ach Anna, wir Männer wissen schon, was wir tun. Werd mal nicht hysterisch. Johanna, möchtest du mich auf einen Spaziergang durch den Park begleiten? Sehr gern, lass uns die letzten Sonnenstrahlen auskosten. Ich verstehe die beiden nicht. Als wären sie selbst noch Kinder, die ihre Grenzen nicht kennen. Und wie sie ständig über die anderen Mitglieder ihrer Fakultät reden. Man könnte meinen, sie seien Waschweiber mit dem neuesten Tasch und Tratsch aus dem Dorf. Ach Anna, der Ärger ist verschwendete Energie. Die beiden leben für ihre Ansichten. Das wird sich nicht ändern. Aber erzähl, Johanna, wie geht es dir? Du warst so still vorhin. Ich möchte mich nicht beschweren. Es ist kompliziert mit Karl. Er arbeitet viel und lang und wir haben uns distanziert. Karl wird Johanna in wenigen Jahren für seine Dienstmagd verlassen. Ein Skandal größten Ausmaßes. Ernst und ich werden Halle dann bereits verlassen haben. Unsere Männer haben wohl beide einen Sinn für Drama. Es kommt mir kleinlich vor, weißt du? Da draußen passiert so viel mehr. Woran denkst du beispielsweise? Nordamerika. Der Unabhängigkeitskrieg ist vorbei. Die Briten haben verloren und wurden aus ihren Kolonien geworfen. Manche sagen, es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Alles würde sich ändern, sagen sie. Ich frage mich, was es für mich bedeutet. Ich weiß es nicht und dennoch kommt es mir bedeutungslos vor, hier über Männer in Ehen an Fakultäten zu sprechen. Trapp ist mit der Idee hierher gekommen, Unterricht auf philanthropischer Grundlage einzuführen. Das gab es aber bisher noch nicht und der Direktor, in dessen Einrichtung er gewissermaßen hineingesetzt worden ist, hatte von philanthropischer Unterrichtsführung überhaupt kein Interesse, hat es mehr oder weniger abgelehnt. Das heißt, es gab einen Direktor, der eher traditionelle Grundmuster für den Unterricht und für die Bildung der Lehrer hatte. Und es gab Trapp, der von außen hineingeschickt worden ist, der eine ganz andere Idee von Unterricht und damit auch Lehrerbildung hatte. Trapp war aber in keiner Leitungssituation, sondern in einer untergeordneten Situation. Und gegen die Haupteinstellung des Direktors etwas einführen als Untergebener, das war zu der damaligen Zeit nahezu unmöglich. Hierarchie im Ständestaat wurde groß geschrieben und insoweit waren hier wichtige Voraussetzungen gar nicht gegeben.
Er ist kein Pädagoge, nun ist er nicht einmal mehr ein Professor. Was soll ich ihn denn anreden? Herr Trapp wollte Windmühlen bauen. Sie nicht mit Wind, lieber mit Glückseligkeit betreiben. So einfach die Welt auch ist, er konnte niemanden überzeugen. Sie scharen Ihre Zöglinge um sich wie Bienen den Honig. Willenlose Sklaven. Sie haben sich Ihr Grab selbst geschaufelt, Trapp. Und Sie sich das Ihre, Semmler. Nun, so sei es. Ich werde weiterlehren, wenn auch mit Auflagen. Auch der Herr von Zedlitz hat Sie nun endlich fallen lassen. Sie werden Halle nie wiedersehen. Wahrscheinlich ist Trapp in Halle nicht, wie es einige Autoren bislang vermuteten, an sich selbst gescheitert, sondern hat sich ganz bewusst dazu entschlossen, die Universitätsstadt zu verlassen. Die hier gezeigte Konfliktsituation, in die Trapp nach seiner Berufung als erster Pädagogikprofessor schlitterte, zeigte mehrere Problemherde. Nach dem Befreiungsschlag des Sendschreibens an Semmler schienen diese erst einmal in seinem Sinne, das heißt im Sinne der Philanthropie, bearbeitet worden zu sein. Denkbar ist, dass Trapp in Halle wegen der scheinbar weiter schwelenden Konflikte nie wirklich Fuß fassen konnte. Was Sie für Menschlichkeit halten, ist reiner Egoismus. Der Abschied von Stadt und Universität ist die letzte Spielszene im Dokumentationsfilm über Ernst Christian Trapps Leben und Wirken in Halle. 1783 verließ er gemeinsam mit seiner Frau und seiner Mutter Halle in Richtung Hamburg. Die Kutsche wartet. Als Trapp Halle verließ, hatte er gegen erhebliche Widerstände 3 Jahre lang an der kleinen Übungsschule, dem Institutum Pädagogicum, seine aufklärungspädagogischen Ideen für Erziehung und Unterricht in die Praxis umgesetzt und an interessierte Studenten vermittelt. Nach seinem Weggang aus Halle kam diese aufklärungspädagogische Praxis sehr bald zum Erliegen. Dass Trapps Ansatz, was eine Schule sein soll, nicht weiter verfolgt wurde, war nicht sein individuelles Versagen. Vielmehr war der Berliner Hof nicht bereit, die Kosten für eine umfangreiche Realisierung der neuen pädagogischen Ideen zu übernehmen. Zudem verlor man am Hofe das Interesse an der philanthropischen Unterrichtspraxis. Über verschiedene Stationen kam Trapp später nach Wolfenbüttel, wo er in braunschweigischen Diensten am Projekt der Schulreform weiterarbeitete. Am 18. April 1880 verstarb Trapp. Genau 200 Jahre später organisierte Hartmut Wenzel eine Gedenkstunde zu seinem Todestag im Löwengebäude der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach der Gedenkstunde wurde eine Ausstellung zu Trapps Wirken in Halle eröffnet. Es gibt eine Linie, die Biografie Trapps darstellen, und eine universitätsgeschichtliche Linie. Das wird jetzt also von den Exponaten her angeschaut. So dicht habe ich das sonst selten erlebt. Mit dem Nachfolger Trapps, dem Philologen Friedrich August Wolf, beginnt ein neues Kapitel der Lehrerbildung. Wolf versteht Lehrerbildung völlig anders als Trapp. Für ihn steht nicht die Vorbereitung für die spätere pädagogische Praxis im Mittelpunkt, sondern die inhaltlich-wissenschaftliche Vorbereitung auf der Grundlage der alten Sprachen und der Altertumswissenschaften. Aufklärungspädagogische Ideen, wie sie Trapp und die Philanthropen vertraten, hatten erst 100 Jahre später wieder Realisierungschancen im Zusammenhang mit der Reformpädagogik. Nicht erst